Hey Leute, willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir haben es freigeschaltet. Guck mal. Schnick, Schnack, Schnuck, Arena Yay. 1. Ja, jetzt können wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Okay. Ich bin gespannt, weil es scheint wohl wirklich nur eine Arena zu sein und kein Level an sich. Ja, sowas Bonusmäßiges. War das nicht ein Secret? Ich weiß nicht, irgendwie wodurch haben wir die freigeschaltet? Durch den Farbstern oder so? Keine Ahnung. Oh, den Toads. Ach, der. Dein Gegner in Runde 1 benutzt eigentlich immer nur die Karte, die am ähnlichsten ist. Ihm am ähnlichsten, ja. Ach ja, er ist gut gerundet. Dein wahrscheinlich, die Faust. Ja. Faust, Junge. In Runde 2 triffst du auf einen fiesen Gegner, der in Kämpfen meist mit der Faust, aber manchmal auch mit der flachen Hand zuschlägt. Ja, Schnick, Schnack, Schnuck ist halt immer so, ne? 33. Willkommen in meinem Kaffeehaus Prisma. Schnick, Schnack, Schnuck Arena 1. Haben Sie schon gewählt? Aha, Kraftkaffee, Prisma-Saft. Bisschen teuer zum Ausprobieren. Ja, nee. Ne? Wahrscheinlich ist der Kaffee zur Lebensenergieregeneration und der Prismasaft für Farbe. Und dann machst du schon. Achso, das sind die wahren Insider, das ist nix, nack, nack. Die haben vielleicht einen oder anderen Tipp für dich. Geh noch und dann gehen wir noch rein. Wenn man das Turnier gewinnt, winkt angeblich ein Preisgeld und eine Karte soll es auch geben. Oh, da war noch links noch was in der Wand. Warte. Ah, der blaue. Der Blaue in der Wand, sagt er. Naja, wenn du wirklich am Turnier teilnehmen möchtest, könnte ich dir ganz eventuell dabei behilflich sein. Und der eine auf dem Stuhl, da haben wir so. Schon was vom Meister Schnuck gehört, der ist der allerbeste Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler aller Zeiten. Okay. Wenn er mal. Am Ende kannst du jetzt gar nicht rein, weil er sagt, ich kann dir helfen. Und wenn du an unserem Schnick-Schnack-Schnuck-Turnier teilnehmen möchtest, begib dich auch bitte durch diese Tür. Mach ich. Ist klar. In Kürze beginnt bei uns das große Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1-Turnier. Bist du dabei? Sicher. Du hast bestimmt Geld, ne? Wie Geheimnis? Ja, das ist wahrscheinlich nur, um Münzen zu verdienen. Oha. Guck mal, alles tot sind den Zuschauern. Ja, das ist schön, das Kabel ist kacke. Guck doch mal. Ja, ist schön. Ich hab's gesehen. Okay. Jetzt musst du wählen, oder? Schnuckstreiter von nah und fern kommen in diese Arena und haben nur ein Ziel, sie voller Ruhm und Reichtum verlassen zu können. Dafür werfen sie nicht nur ihr Talent und ihren Mut, sondern auch eine gehörige Portion Glück in die Waagschale. Nein, es ist alles RNG. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier. Bock, Exes Bock haben sie vergessen. Mhm. Super Schnick, Schnack, Schnuck. Der erste nimmt immer den Stein, war das, ne? Ja, der zweite Stein oder Papier. Ich freue mich, unsere Schnuckstreiter in der Arena begrüßen zu dürfen. In dieser Ecke der Neueinsteiger aus dem fernen Pilzkönigreich, Mr. Mamma Mia, höchstpersönlich. Mario! Mamma Mia! Ja. Und in dieser Ecke der ewige unterste Spross, was? Die ewige unterste Sprosse auf der Karriereleiter im Bowser's Militärapparat. Begrüßen Sie mit mir den wandelnden Shiitake-Pilz. Gnu, Gnu, ne, Gu, Gu, Gu. Gumba, dachte ich mir. Ein Gumba. Ist es echt ein Shiitake? Hm? Sieht aus wie ein Steinpilz. Champignon. Runde 1, Mario gegen Gumba. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Ja, nimm am besten immer Papier. Tun. Was? Papier, wahrscheinlich. Ja, hier. Papier. Karte hier hinziehen und jetzt bereit. Schnippen. Gut. Achtung, was hat der? Pam, bestimmt Stein. Nick, Schnack. Schnuck! Ha, siehst du, hast gewonnen. Noob. Mario! Mann! Dein Gewinn für das Bestehen von Runde 1. Was? 300 Münzen? Das machen wir jetzt öfter, wa? Das ist bescheuert. Guck mal, ich bin auf dem Dinger. Wow. Ich dachte, es ist Best of 3 immer. Die Erwartungen an den Gegner für die zweite Runde sind unbeschreiblich hoch. Das ist unglaublich. Leider werden sie nicht alle erfüllt werden, denn sein Gesicht zeigt unser nächster Schnuckstreiter für kein Preisgeld der Welt. Er hat seine Applausallergie und das Selbstvertrauen eines Fahranfängers auf der Regenbogenboulevard. Shy Guy! Natürlich. Das ist schon German Let's Play. Nein, der hat ja auch eine Maske. Die zweite Runde, Mario gegen Shy Guy. Schnuckstreiter wählt eure Karten. Der hat immer Faust oder Schere, ne? Ne, Papier. Also nur Schere. Auch Papier, ich weiß nicht. Nimm Papier, dann habt ihr wenigstens Deuce. Ja? Ja, ja.
Du kannst ihn nicht verlieren, du habt ja manchmal Gleichstand. Ich sagte ja, der hat immer Papier oder Faust. Stimmt. Kannst du nur gewinnen. Gleichstand wird's nicht geben, schätze ich. Weißt du? Jetzt ist Schere zu früh. Ja, komm, Mario! Wie hochgefallen ist. Oh, na, am Scheigal. Oh nein! Der Gewinn für das Bestehen von Runde 2. 500. Geht das überhaupt? Das geht über 1000? Oh. Es ist so fertig, das Spiel. Yay! Runde 3 wissen wir noch nicht, wer da kommt, ne? Das letzte Rundland hat geschlagen. Wollen wir doch mal sehen, welcher Gegner uns diesmal erwartet. Beehrt. Sprich. Ein fantastischer Fußsoldat, dessen giftgrüner Panikpanzer einen. Was? Ein jeder zu spüren bekommt, der ihn schamlos mit einer Schildkröte vergleicht. Begrüße also mit mir die Schildkröte, die keine sein will. Koopa! Achtung, das lass ich dich mal selber entscheiden. Oh nein, ich verliere. Kriegst du das hin? Würde er jetzt aufgrund seiner Körperform wieder sagen, dass er Stein nimmt, oder? Oh, das ist verraten. Hm? Das ist verraten. Was du nehmen willst. Ich wollte sagen, mach's doch spannend. Ja, mach bitte Dings. Okay. Hast du nicht gemacht? Mach doch. Ist doch egal, was ich denke. Du spielst doch. Oh nein, jetzt hat er auch schon. Ja, hat er. Oh Mann! Ah, was bei immerhin Papier. Gleichstand. Komm. Gibt's nicht. Was? Ein Unentschieden sieht ganz danach aus. Die Chance steht ja 1-3. Schnuckstrahler zurück auf eure Plätze. Versuch 2. Schnuckstrahler wählt eure Karten. Tja, eine KI, ne? Also. Man weiß halt nie, nimmt er dasselbe? Das ist jetzt das Psychospielchen. Vielleicht nimmt er auch Stein. Wir wollen es ja spannend machen, ne? Nichts voran. Was hat sie genommen? Nick. Schnack. Schnuck. Ha. Yay. Das ist eine KI, denn über dasselbe scheinbar. Yay. Mario. Dann wieder die. Ist ziemlich asiatisch. Ja, voll. Das war's schon. Runde 3. Vielleicht gibt's noch mehr. Wie viel krieg ich jetzt? Wie Geld? Bestimmt 1000. Oder 800. Du hast das Turnier gewonnen und erhältst als Belohnung einen großen Sack Münzen. Außerdem gibt es ein brandneues Kart. Moment mal. Der kriegt ein Auto? Ach nein, entschuldigt, das handelt sich hier selbstverständlich um eine brandneue Karte. Ich hätte das Auto, aber... Ja, ein Kart, weißt du? Oh, Ventilator-Kopie, was? Okay. Kannst du die kopieren vielleicht? Ja, weil du die schon gekriegt hast, wahrscheinlich. Alter, 1000 Münzen. Reich. Aber 2000 noch was. Das war's auch schon, Leute. Ihr müsst noch nicht nach Hause gehen, aber ihr könnt hier leider auch nicht bleiben. Tschüssi. Den Spruch kenne ich, den hat schon mal jemand gesagt. You can't stay... Nee, you don't have to go home, but you can't stay here. Good night. Wie ist die ganze Zeit im Wieder nicht. So, gewonnen. Easy. Kabel. So. Easy. Gewonnen. Yeah, Glückwunsch. First try, Leute. Ja, Mann. First try. Easy. Was wäre jetzt so verloren? Hättest du alles zahlen oder hättest du dein ganzes Geld verpfänden? Glückwunsch zum Sieg in Jeff Schnickschnack Nook Arena 1. So spielt man Schere, Stein, Papier. Ja. Schön. Kann man ja weitermachen, ne? Auf jeden. So, zurück zur Welt gerade. Yo. Cool. Gucken wir uns die neue Welt nämlich mal an. Wir haben ja was. Ich glaube, unten hast du noch eine und rechts. Oben, oder? Oben, nee, rechts. Nee, schau mal, gehen wir runter. Nein, oben. Gehen wir runter. Warum denn? War eine neue. Guck die da. Oder du gehst hoch. Dann mach ich die Azurbucht. Mir nur egal. Spannend. So. Kamisi, nee, das ging ja nicht. Siehst du? Da brauchst du Schlüssel. Du hast mal recht. Hast du nicht. So. Oft. Aber die eine ist auch neu, rechts, links, ja, genau, davon, die blaue Röhre. Die blaue. Ich glaube, die haben wir auch in dem Anzug gesehen bei Nintendo, diese Azurbucht. Okay. Das war wunderhübsch, aber da musst du aufpassen, glaube ich, oder? War das mit den Fischen? Film spoilern! Achso. Hey Mario, wir bereiten uns hier in der Azurbucht auf das Ozeanfest vor. Wie der Name schon leicht andeutet, feiern wir dabei den Ozean und lassen die Seekuh fliegen. Aha. Das wird eine totale Party! Totale Party! Ozeanfest, die Farbstände sind weg und ihr schmeißt eine Strandparty. Naja, so sind sie, die Toads. Ich vermisse sie, ich vermisse es, um den Prismabrunnen, tanzen zu sehen. Ah, wenn in Port Prisma je wieder eine Toad-Party steigen soll, müssen wir die großen Farbsteine finden. Hier in der Azurbucht muss irgendwo ein kleiner Farbstein sein. Am besten sehen wir uns mal ein bisschen um. Weißt du, er kommt vorbei, ist Gast, ja, macht die ganze Arbeit, weil es kann ja sonst keiner. Sind alle doof. Oh, er ist gut. Ah.
Hat er wieder so einen Farbfleck? Gott. Auf dem Boden. Ist ja immer so geil, die anzumalen. Und unten war noch was. Was ist denn? Oh, oh, da ist Farbe drin. War eine Mupfel. Guck mal, guck dir mal bitte das Wasser an. Das ja, ist alles Papier. Voll geil. Das sind mehrere Schichten Papier, das ist so gut. Oh, das ist doch erwischt, prima. Ja. Oh, gerade so, du. Du warst noch nicht unten übrigens. Oh, weißt du weh, ne? Ja. Ja, einmal drauf, ne? Und dann mit der. Am besten zwei Stiefel, dann ist es super easy. Super easy. Musste ich mal einfärben, glaube ich. Da war noch richtig. Nö, da. Theoretisch kannst du auch die Puschen nehmen. Ich will nicht an. Ich will die Puschen machen. Wir haben ja so viel Farbe mittlerweile, das ist eigentlich. So. Bam. Was? Warum ist der gleich futsch gewesen? Excellent. Weiß nicht. Ging auf jeden Fall nicht. Oh oh. Oh, sehr gut. Was? Achso, die kommt wieder. Ich dachte, die ist jetzt futsch. Ich dachte, die ist futsch. Was ist denn an einem Ohr drin? Das zieht halt runter. Ja. Fletschen. Sind wir Pokémon? Bisschen. Pokémon Go. Ich hab's verkackt. Warum bin ich nochmal dran? Weil der nichts machen kann, wahrscheinlich. Färbt hier noch jemand? Der ist ganz schwarz-weiß. Du musst ihn nicht färben, du verbrauchst die ganze Farbe. Unsere gute Farbe. Hol ich mir halt neue. Oha, ich bin grün. Oh, da ist ein riesiger Fleck. Das ist jetzt gut. Oh, guck mal, die ganzen Toads. Ja, was macht ihr da? Dort geht's zum Ozeanfest, aber die Vorbereitungen laufen noch. Sieh dich erstmal hier um. Alles klar, ich will erstmal hochgehen. Das ist ein riesiger Fleck. Ich finde das, wie gesagt, ein bisschen komisch, dass es dann so schlecht einfärbt. Das ist, Achtung, da kommen die Fische aus dem Wasser. Ne, hau mal auf den Boden. Aber siehst du das nicht? Ja, doch, aber ich habe gerade erst mal überlegt, wie ich da hochkomme. Du bist ja immer so geil aufs Einfärben. Ja. Und daneben ist auch noch was, ein Steinchen. Schau mal, der Stein. Jetzt soll ich erst einfärben, dann soll ich... Ja, ja, du willst doch immer... Stein denn? Zu mir sagst du immer, guck mal, da ist noch was weiß. Ja, der. Ja, sag ich doch. Mal ein Stein, ne? Siehst du das nicht? Ah. Oh, sehr gut. Man kann die Kamera aber nicht manuell drehen, ne? Nee. Oh, Seriensprung. Yes. Cool. Jetzt bist du Karte... Oh, guck mal. Regenbogen-Schleimkette. War gut. Musik? Lia, bei 13:17 hast du einen weißen Fleck übersehen. So, bitte schreib's in die Comments. Ich sag's ja nur. Sagst du mir auch mal das? Da. Ich dreh noch durch, wo ist er nur? Das war der Bonus-Level übrigens. Ich weiß, was du machen musst. Es heißt, dass ein legendärer Pirat in dieser Höhle seinen Schatz versteckt hat. Muss ich finden. Ich habe schon alles noch am versteckten Schalter oder sowas abgesucht. Aber der Schatz ist wohl auch nur eine Legende. Nee, ist nicht. Das glaube ich aber nicht, Jung. Willst du nicht suchen danach? Ja, sind wir noch dabei, oder? Warum gehst du raus? Ich gehe nicht raus. Ach, das ist schon die Höhle? Au. Das ist Tageslicht. Ich glaube, du musst irgendwas an der Liane. Ja. Genau, das ist gleich rausfunden. Super. Genau. Das, ne? Und ein Pömpel. Guck mal, der sucht immer noch. Der hat es gar nicht gerafft. Ja, ein Pömpel. Und noch eine. Ja, cool, dann kannst du ja doch mal einsetzen. Mal testen, was dann passiert. Vielleicht kannst du die Gegner einfach ablutschen. 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 So, aber hier noch was. Ah, da ist noch eine Münze. Da rechts ist noch eine Münze. Oh. Sieht man ein bisschen schön. Wir müssen ja alles sammeln, wir haben so wenig Geld. Ja, wir haben nur 2300, das ist viel zu wenig. Vaini. Ich glaube, da ist nichts mehr. Quatsch mal mit dir, vielleicht sagt er jetzt was anderes. Der sucht halt immer noch, ne? Da war ein Geräusch, als hätte ich ja eine Wand geöffnet. Aber wer Schätze finden will, darf sich nicht ablenken lassen. Ach komm, so hat er immer was zu tun. Ja, hat er was zu tun. Deppenbeschäftigung, einfach mal die Wand. Tok, tok, tok. Naja. Arme. Oh ja.
Das sind Toads. Ein bisschen doof. Oh, oh, oh. Boah, wie viele Karten wir hier kriegen. Ja, es ist abartig. Also. Ein Flag. Das ist halt echt fies, wenn du irgendwo 97% hast. Unglaublich! Da ist ja ein Boot noch. Mhm. Oh, schöne Aussicht. Was für eine Aussicht! Hey. Entschuldige, aber ich hatte echt noch nie die Gelegenheit, diesen Teil des Meeres zu sehen. Wirklich toll. Ach, schön. Ja. Zu blöd, dass ich gerade nur ein Stück Papier bin, sonst würde ich garantiert mal reinspringen. Ja, das wäre nicht so gut. Das war's schon, das Ende. Ja, das war ja nur dieser Geheimgang, ne? Oh. Na, macht nichts. Ich wollte unten den Fleck noch einfärben. Ach, hast du etwa einen Fleck vergessen, Schatz? Mhm. Hast du gut gemacht. Machst du gerne, ne? Ja, voll gerne. Immer Flecken färben. Mhm. So, ist da noch was drin? Hau mal drauf, bitte. Los. Alle. Die Kamera macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ja, es ist gerade ein bisschen. Ich hab mir auch gedacht, es ist gerade ein bisschen anstrengend. Ich krieg gerade ein bisschen Motion Sickness. Was wird denn wieder gequatscht eigentlich? Hau ihn halt mal. Hau doch den Arm tot. So. Dieses Ozeanfest beginnt bald. Das wird sicher toll, wenn man sich was aus solchen Veranstaltungen macht. So wie Karneval. Ja, im Prinzip schon. Ja, es ist bald wieder Karneval. Oh. Okay. Hey. Ich bin jetzt kein Miesepeter. Ich würde echt gerne mal aufs Oktoberfest. Aber Karneval finde ich sehr anstrengend. Vor allem, weil die Leute immer nur saufen. Ja, aus den Kokosnüssen kommen. Ich meine, Oktoberfest ist auch nicht besser. Ja. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja, im Prinzip ist es ein Feiertag. Grund zum Saufen halt. Ja, Grund zum Saufen, ne? Was Vicky sagt, bei ihm gibt es ja auch sowas, das Laternenfest. Ja, Grund zum Saufen. Oh, Kapitän. Dieser blaue Tau ist mal wirklich cool. Guck total böse, guck mal. Ja, er will ans Ende der Welt segeln, aber das in dieser Nuss. Und das in dieser Nussschale. Das ist mir ein Papierschiff. Ich frage mich, wie das Ende der Welt wohl aussieht. Hat man da eine tolle Aussicht? Und wenn ja, worauf? Lume, es geht ja nicht darum, cool zu sein oder einen schönen Ort zu finden. Ich mache mich auf eine lange, beschwerliche und potenziell nicht nur nervenzerreißende Reise, um meine Bestimmung zu finden. Ging nach einer ausgewachsenen Sinnkrise. Und wenn du mit dem Kahn aufs offene Meer rausschieberst, hast du bald eine Sinkkrise. Oh. Hey, das Ozeanfest fängt eigentlich an. Kommt mit! Oh ja. Kinder! Wurde auch Zeit, auf geht's! Wir gehen uns amüsieren, viel Spaß mit deinem Boot noch! Ozeanfest! Oh, der Arme! Oh, guck, wie grimmig der guckt. Ich hab keine Zeit für Albenfeste! Meine Bestimmung ruft! Dann lass sie mal rufen, wir gehen aufs Ozeanfest. Ja! Auf das Fest! Oh, der auch. Oh, die verwandelt sich, also die geht in die Pan. Ja! Ui! Das war knapp. Ey, das war gewollt. Das war euch gewollt. Das war gewollt. So. Hello? Oha. Ja, genau, das meine ich mit den Fischen. Da musst du aufpassen. Die kommen die ganze Zeit rausgesprungen. Aber wirklich ohne Ende, ne? Da ist so ein Fleck links. Wirst du es schaffen, ohne Kämpfe auszulösen? Wow, die sind ja gerade. Die sind ja richtig aggressiv. Ja. Die Akkufische. Oh. Ja, jetzt weißt du, wie es Matti und mir geht, wenn wir ein Hack spielen. Hack-Mack. Da ist noch ein Fleck. Zelt hat geblutet. Purpur. Purpur, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist echt mies, die ganzen Fische, ne? Da ist noch ein Fleck. Und der Tod. Zum Ozeanfest geht's hier entlang, aber Vorsicht, die Cheep-Cheeps sind auch ganz aus dem Häuschen. Die Cheep-Cheeps, das sind Fische. Die machen doch nicht Cheep-Cheeps. Aber die heißen wirklich so, ne? Naja. Alter Schwede. Oh nein. Ich glaube, das ist gewollt, oder? Ja, ja, natürlich. Also einen wirst du wahrscheinlich immer mal treffen. Ja, genau. Fertig. Nicht statt fertig. Ja, super. Muss. Oha. Was? Oh nein. Klatscher. Oder wie heißt das? Boah, geblockt und 5 Schaden. Alter Schwede. 10! Ach du Elend, was haben die denn für Angriffe? Was?
pushen? Die pushen! Du kannst doch am Rad drehen für ein bisschen. Amazon. Ja, und Shy Guy. Oh. Ich hab das. Ja, ja, mach. Die sind blauer. Die brauchen noch nicht viel Farbe. Mhm. Okay. Blauer Shy Guy. Dann. Oder er macht's von alleine. Ja. Oh! Oh nein, das macht gar nicht so viel Schaden. Oh nein. Hä? Oh. Jetzt ist er aber die ganze Zeit da. Nein! Ach, der blockt einmal für dich. Ah, verstehe. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Was denn? Pushen. Oh, die machen richtig gelb. So. Zerspring den Fisch. Oh, die halten viel aus, ne? Dafür, dass die so oft kommen, scheinbar. Ich finde aber cool, dass die Gegner immer stärker werden. Oh. Fakt. Ja. Oh nein! Ja, nicht gut. Ein Pilz am besten. Du musst dir mehr Mühe geben, Schatz. Du kannst es schaffen. Ja. So. So. Und jetzt. Zap. Zippity zap. Zaps rap. Schade, dass man den Pilz nicht. Ich hoffe, ich gibt's auch noch mehr Lebensenergie, weil guck mal, jetzt nicht. Ja, ja. Yes. Oh. Naja. Aber es gab eine Münze, hast du gesehen? Mhm. Oh, so viel Rot. Wow, wieder einen neuen Hammer aufgepumpt. 220, oder? Bestimmt. Ja, immer 20. Beim ersten Mal war es über 50 sogar, ne? Nein! Nein! Krasse Viecher. Nur einer, aber diesmal. Nehmen lieber gleich zwei Sachen. Ja, noch bereit. Warum nimmst du nicht das Farbrad? Eine coole Karte raus. Oh, wir haben ja genug. Aber da gibt's ganz coole. Wir haben ja nur die billigen jetzt. Bam. Hey! Jetzt! Das Shot. Doch. Perfekt, hat er gesagt. Ja, weil du nicht getroffen wurdest. Wow. Jetzt schnell, weiter, weiter. So, da ist eine Farbe. Oh, war gut. Hau. Yes. Oh, Hammer. Mach doch die Flecken lieber. Du hast doch. Oh, die wieder. Oh nein! Nee! So. Sehr gut. Oh nee! So, den Kampf dann. den Kampf noch. Drei Stück! Alter Schwede, nimm den K.O.-Hammer am besten dreimal oder so. Nee, kannst du nur zwei. Oder ein Dreiersprung. Ja, genau. Oha, so ein Mensch wie gelb. Alter. So, jetzt hau ich. Hau ich. Yay. Krass. Boah, der nächste wurde auch noch mitgetroffen. Ja, Mann. Nee, der lebt noch. Rückst du früh. Cool. Das war doch super. Nein, Wahnsinn oder perfekt ist besser. Du musst warten, bis die so orange werden. Dann wird's am besten. Richtig. Ja, brauche ich nicht. Jetzt was Billiges einfach. Kaputt. Sind doof. Nein! Ich finde den Hammer sehr gut. Mir gefällt der Hammer. Die pushen sind nicht doof. Das ist voll gut. Also 15 Mal. Oder wie oft? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr oft auf dem Rumspringen. 10 Mal war das nicht 10 so. Mal? Das reicht jetzt aber, Leute. Wir haben 24 Minuten. Das wird ein bisschen lang sonst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mit Mario. Mario. Machen wir Pause. Nö, nö. Bis zum nächsten Mal. Wir haben Pause. Bis dann.